Yeah, got the sound. Pop sign. Hallo und herzlich willkommen zu Du packst das. Ich freue mich, euch hier in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute heißt es richtig zupacken und heimwerken. Ich möchte euch zeigen, wie man aus einem Haufen Holz einen richtig schönen Couchtisch baut. Bevor wir loslegen, hier aber erstmal das Wichtigste. Die Parkside-Produkte, die heute zum Einsatz kommen. Die Handkreissäge, die Tischkreissäge, die Multifunktions-Kappzug- und Gärungssäge, der Exzenterschleifer, Tischbohrmaschine und unser aller Liebling, die Parkside Drechselbank. Du findest die Bauanleitung inklusive einer Materialübersicht mit allen Zuschnittmaßen und allen Stückzahlen natürlich auch nochmal auf unserer Webseite. Eine Schutzbrille und Arbeitsschuhe mit Schutzkappe sind unbedingt nötig, um euch, wie der Name schon sagt, zu schützen. Bei lauten Geräten empfehle ich auf jeden Fall noch den Gehörschutz. Und noch was, Armbanduhren, Ringe, Schals, Halsketten, sowas auch alles abnehmen. Auch das dient eurer Sicherheit. So, bevor wir mit dem Spaß beginnen, heißt es, die genauen Maße mit Stückzahlen und Bezeichnungen festzuhalten. Von der Theorie geht es jetzt direkt in die Praxis. Wir haben uns für Eiche entschieden. Ist ein tolles, robustes Holz und vor allem auch schön fürs Auge. Mit dem Tischler-Dreieck kennzeichnen wir die Zuordnung der Bauteile. Wir schneiden jetzt alle für den Tisch benötigten Bauteile zu. Mit der Handkreissäge geht es nun an die Gärungsschnitte für den inneren Korpus. 45 Grad Einstellung wählen und dann präzise schneiden. Mit der Kappzug- und Gärungssäge schneiden wir als nächstes die Kanthölzer auf die gewünschte Länge. Mit der Tischkreissäge sägen wir nun einen Falz aus einem massiven Vierkantprofilstab raus. Immer dran denken, die Sägeblattstärke bei der Berechnung mit abziehen. Es ist Zeit zum Drechseln. Erst einmal schneiden wir aber vier massive Eichenkanthölzer mit der Kappzug- und Gärungssäge auf Länge. Dann drechseln wir die Füße in die gewünschte Form mit unserer Parkside-Drechselbank. Wichtig, niemals Handschuhe dafür anziehen und unbedingt auch hier Schutzbrille tragen. Wem das Drechseln für den Anfang zu schwierig ist, der kann auch einfach vier fertige Möbelfüße verwenden. Mit der Tischbohrmaschine bohren wir jetzt noch Dübellöcher in die Füße und in die Arbeitsplatte. Hier kommen später die Füße dran. Im nächsten Schritt schleifen wir mit dem Exzenterschleifer das Holz. Und der angeschlossene Nass-Trockensauger erspart uns eine Menge Dreck. Es bleibt hier picobello sauber. Jetzt bereiten wir unseren Arbeitsplatz für das Verleimen vor. Wichtig beim Verleimen ist die Offenzeit von 10 bis 20 Minuten und dass die Werkstücke mit Druck zusammengepresst werden. Checkt am besten immer auf der Verpackung die genauen Angaben, sonst hält es nachher womöglich nicht richtig. Herausquellenden Leim bitte sofort mit einem nassen Lappen abwischen. Dann wird der innere Korpus mit dem äußeren verbunden und auch hier geleimt. Wichtig ist, dass wir möglichst großflächig verleimen und anschließend mit Zwingen und Leimzulagen kräftig zusammenpressen. Ja, und während der Trocknung heißt es Zeit vertreiben. Um die Eckprofile von der jeweiligen Korpusaußenfläche abzusetzen, setzen wir einen 2 mm tiefen Nutschnitt mit unserer Handkreissäge. Auch hier bitte auf ganz sauberes Arbeiten achten. Wir sind schließlich auf der absoluten Zielgeraden. Wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, denkt dran, die Kanten mit einem Schleifklotz zu brechen. Nachdem wir unseren Couchtisch ganz schön bearbeitet haben, gibt es jetzt ein kleines Peeling. Mit einem feinen 180er Schleifpapier wird die Oberfläche vorbereitet und zu guter Letzt entfernen wir bei dieser Gelegenheit auch die letzten Leimreste. So, zurück zu unseren Füßen. Diese dübeln wir jetzt an die Unterseite des Werkstückes. Die Löcher haben wir ja bereits gebohrt. Jetzt geben wir noch ein wenig Leim auf die Dübel und auf die zum Werkstück stehende Seite des Fußes und pressen das Ganze mit der Schraubzwinge zusammen. Jetzt schützen wir die Oberfläche und geben ihr gleichzeitig diesen typischen seidigen Glanz. Großzügig auftragen.
Das überschüssige Öl wird mit einem nicht fusselnden Baumwolllappen eingearbeitet bzw. abgenommen. Ein richtiges Wohlfühlpaket für den Tisch. Tolles Ergebnis, oder? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Projekt. Wir haben ein tolles Resultat. Schaut wieder rein beim nächsten Mal und immer dran denken, egal was, du packst das.